Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Batman Arkham Origins Blackgate Let's Plays. Ich bin Rektalin, ihr schaut Replay Games for You. Na, komm. Als in der letzten Folge haben wir den Solomon umgehauen gehabt. Was einiges an Hirnschmalz doch dann bedarft hat. Oder bedarfte? Benötigte. Bedarft, auch ein super Wort. Ja. Gibt's wahrscheinlich überhaupt nicht. Irrelevant. Wir haben den Boss geschafft und das ist die Hauptsache. Genau, zack. Rein geht's hier. Ist wieder so eine Maske. Okay. Können wir hier hoch. Und dann können wir jetzt hier so rüber klettern. Ich muss sagen, generell, wer nicht genug bekommen kann von Batman, der ist hier wahrscheinlich ganz gut aufgehoben sogar. Und alle anderen, ja, was soll ich sagen, würde ich dann doch eher dazu raten. Nee. Ist jetzt nicht unbedingt das Geld wert, es sei denn, ihr bekommt es günstiger. Oder hast du nicht gesehen, wir müssen hier mal runter und versuchen hier oben den Scheiß anzuballern. So, und jetzt kommen wir wieder nicht hoch. Und dann können wir weiter. Okay, hätten wir warten müssen einfach nur, super gut. Egal. Weil so gut ist es nicht. So gut ist es echt nicht. Ist ein bisschen wirr. Möchte ich fast sagen. Mal kurz gucken, ob wir hier irgendwas vergessen hätten. Nee. Frage ist, wie lange es dauert. Ich hoffe teilweise, dass es gar nicht so lange dauert. Ist das hier? In dem Steg befindet sich etwas. Frage ist, was? Ah, hier kommen wir hoch. Das ist ja schon mal was. Ich finde das von den Perspektiven und so weiter ja ganz nett gemacht. Also das ohne weiteres. Aber generell, die Kämpfe kommen viel zu wenig vor. Die Rätsel sind teilweise ein bisschen aufgesetzt, finde ich. Können wir da machen? Durch Rost geschwächt zu sein. Können wir das aufballern? Nee, können wir nicht. Mal gucken, ob wir das erst scannen müssen. Anscheinend ja. Die haben wir erledigt. Segeln einfach rüber. Hau dem ins Gesicht rein, Alter. Lassen das mal hier in dieser Ansicht, weil ich einfach gucken will. Das bringt uns hier überhaupt gar nichts. Das gibt's ja gar nicht. Komm, auf den Kopf. Eigentlich wollte ich gucken, ob der hier Frameraten-Einbrüche hat in dieser X-Ray-Ansicht sozusagen. Weil ich habe das Gefühl, dass es nicht so stabil jetzt läuft, ehrlich gesagt. Was haben wir denn hier? Eine Turbine. Müsste man das eventuell noch mal ein bisschen langsamer machen. Können wir hier was machen? Genau, eine Maske. Öffnen. Was ist hier los? Black Mask war das wohl. Finde ich eh immer noch der Hammer, dass die da so ein riesen Geschiss um den machen. Und eigentlich kommt er so gut wie gar nicht vor.
Ne, gehen wir mal. Darum kommen wir gar nicht. Müssen wir mal hier rumprobieren, ob es darum geht. So, das sieht doch schon besser aus. Gucken, können wir hier was scannen oder sowas? Ne, können wir natürlich nicht. Aber wir kommen hier weiter zumindest. Gucken, ob wir hier irgendwas scannen können. Tatsache. Okay, so. Können wir hier wohl runter? Ist das hier? Okay, Sicherheitsverschluss, bla bla. Das können wir hacken. Machen wir das auch gerade. Habe ich doch, oder? Ach, das haben wir noch nicht. Alpha können wir noch nicht. Okay. Kurz mal alles abscannen. Gibt's nichts. Eigentlich wollte ich mit 2x B, aber er hat es nicht gemacht. Was soll ich dazu sagen? Auch Alpha. Here's where I can turn the area's power back on, but I don't have the prison security override code. Wait. The engineer Black Mask killed dropped a security key card. That might be just what I need. Okay, welchen meint er denn jetzt, ey? Verdammte Axt. Gehen wir mal hier entlang. Ah, Mann, ey. Das funktioniert überhaupt gar nicht so gut, dieses Ausweich, bla bla. Von der anderen Seite elektronisch verriegelt. Du mich auch. Irgendwie was machen? Nicht wirklich. Oh, danke. Wie soll ich jetzt dahin kommen, wo der denjenigen umgehauen hat? Wahrscheinlich hier irgendwo. Oder war das mit dem Sicherheitsmann hier? Gucken, Karte. Braintech. Da hinten irgendwo. Müssen wir wieder ganz weit zurück, oder was? Oh Mann, würde ich sagen, machen wir mal einen Cut an der Stelle. Ich bedanke mich natürlich immer fürs Zusehen und sage ciao, ciao, bis zum nächsten Mal.